Was hier aussieht wie Knochen, die jemand einfach hergefallen hat, ist viel mehr. Nämlich ein Grab aus der Zeit der Pfahlbauer. Speziell ist, die toten Körper sind auf- und nebeneinander geschichtet, ganz eng. Warum, das weiss niemand. Das können wir leider bis jetzt nicht beantworten. Weil wir nicht wissen, dass die Leute früher noch denken, sie haben nichts aufgeschrieben. Und darum sind wir da immer noch ein bisschen auf dem Holzweg. Das spezielle Grab gibt nicht nur Rätsel auf, es macht auch einen Transport schwierig. Das Nationalmuseum als Eigentümer hat das Grab restauriert und macht es jetzt für einen Transport ins Museum Lenzburg zweck. Besonders heikle oder lockere Teile werden für das abmontiert. So eine Grabanlage, Grabpräparatanlage, haben wir nicht jeden Tag zu restaurieren. Und es ist schon eine sehr spezielle Funde. Es ist eine Restaurierung, welche aufregend oder Spaß macht auch. Das Grab muss nicht nur ganz bleiben, es sollte auch keine Knochen verrutschen. Der Besucher würde davon zwar nichts merken, der Archäologe hingegen will an so etwas nicht mal denken. Uns Archäologen tun es schlimm. Es ist sehr wichtig, dass das Objekt wirklich den Originalzustand hat, dass es so war, wie es vor 6200 Jahren im Boden gekommen ist. Und dass man das auch für die Zukunft so erhalten kann. Der Auftrag ist auch für die Transportfirma speziell. Der Chef vor Ort hat schon fast alles abgeholt, was es gibt. Außer das Skelett, das ein paar tausend Jahre alt ist. Ich habe viele Sachen und Millionen Wert transportiert. Aber so wird es für mich eine Ausnahme. Jetzt geht's los. Zuerst auf Bruck zur Aargauer Kantonsarchäologie. Dort wird noch ein zweizeitiges Grab abgeholt. Und dann geht es auf Lenzburg. Dort kommt der Moment, wo alle darauf gewartet haben. Kontrolle, ob alles ganz geblieben ist. Sieht gut aus. Super gut aus. Keine einzelnen. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Da hinten? Nein. Jonas Niffeler, hat er Angst gehabt, dass etwas kaputt gehen könnte? Ja, das Risiko hat schon bestanden. beim Transport gibt es halt so immer so kleine Schläge und Schwingungen. Aber es sieht fantastisch aus, ist nicht passiert. Erleichtert. Total. Zuletzt müssen die beiden Gräber noch an den richtigen Ort versenkt in Boden hinein. So schließt sich der Kreis. Die Gräber hat man nämlich nur ein paar hundert Meter neben dem Museum gefunden. Beim Bau von Wasserleitungen Ende der 50er Jahre. Auf diesem Feld hier. Es ist ein lässiges Gefühl, dass wir die jetzt im Museum umstellen können. Es ist ein Stück Lenzburger Geschichte, Lokalidentität. Und es sind die ältesten Lenzburger, die wir kennen. Und die haben wir jetzt bei uns im Museum. Die Lenzburger Gräber sind übrigens einzigartig im Mittelland. Zu sehen sind sie ab Ende September im Museum Burghalden.